Top. Ihr wisst schon alles. Oh, worst case. Kann man gar nicht. Warum ist da überhaupt noch Kuchen übrig? Unschool Diet. Best Body. Verarscht. Ja. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und ich sitze hier im Zug, bin auf dem Weg zum Workshop, zum Strength Coach Level 2 Workshop. Ich muss leise sprechen, weil ich nicht alleine hier bin. Ich nutze die Zeit, mache noch ein schönes Video fertig, bereite mich ein bisschen auf den Lehrgang vor und den Rest seht ihr dann gleich. Sportsfreunde, was soll ich euch sagen? Megastress, Adrenalinausstoß hoch 10. Der Zug war 10 Minuten zu früh da. Ich hatte meinen ganzen Computer alles drin, ausgebreitet. Und auf einmal höre ich nur Hauptbahnhof Wuppertal. Ich denke, ach du Zack, 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 alles zusammengepackt, schnell, ohne was zu vergessen, hoffentlich. Und irgendwie rausgesprintet. Was für eine Aktion. Ich hab's geschafft. Jetzt sitzen wir im Taxi und fahren nur noch 5 Kilometer bis zum nächsten Hotel. So, ich bin im Hotel angekommen. Ich habe jetzt für morgen schon mal Mahlzeiten, Reispute am Start und einmal meinen Frühstückskuchen. Den Rest habe ich da im Hotel hinten in der Küche untergebracht. Das sind ja noch dann Samstag und Sonntag. Ich muss ja komplett verpflegt werden. Ne? So, Sportsfreunde, einmal im Kreis gedreht, das war's schon. Die Dusche ist quasi im Zimmer. Boah, aber ich habe sogar ein eigenes Klo hier mit Tür. Sensationell. So, aber ich habe diesen Balkon. Ja, mein Gott, ich bin ja eh nie zu Hause, komme eher zum Schlafen hierher. Von daher. Aber es ist ein Schnapper. 50 Euro die Nacht. Geht schon. So, Sportsfreunde, ich werde jetzt ein bisschen spazieren gehen. Ich will meinen Kopf ein bisschen freikriegen. Viel zu wenig bewegt heute an der frischen Luft. Erkunde gleich mal, wo das Gym ist. Dank Google Maps ist das Gott sei Dank kein Problem. So, ich habe angeblich das Ziel erreicht. Aber ich sehe nichts. Ich sehe nur einen Friedhof. Zu meiner linken, zu meiner rechten Einfamilienhäuser. Und ein Aldi oder ein Lidl gibt es ja auch nicht, wo man sich mal ein Wasser oder eine Cola Light kaufen könnte. Aber lieber stehe ich jetzt vor dem Problem als morgen früh. Haben mich jemand durchgefragt und siehe da. Ach, Gott sei Dank. Hoffentlich kriege ich hier was Leckeres zu trinken. Ohne Kalorien. Ich bin schon ganz schön auf Diät. Ein paar BCAAs, aber die Crossfitter, die trinken ja immer alles mit Kohlenhydraten. Oh, hier. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal hier. Best Body. Da werde ich mir was gönnen. Guten Morgen, Sportsfreunde. Wie ihr wisst, befinde ich mich in meiner Oldschool-Diet. Und das heißt, ich habe jetzt fast 3 Wochen rum. Kurzen Formcheck. Klar, muss man ein bisschen mehr darauf achten, wie man aussieht. Und ist jedes Mal darum besorgt, dass es auch besser wird und sich verändert. Übrigens, das hier ist der Philips Body Groom. Wenn ihr euch mal auf die Schnelle rasieren wollt, ist das auf jeden Fall die optimale Lösung. Guck mal hier. Ja. Einfach mal 1 fix 3 die Haare abgemacht und es ist kein Stress für die Haut und zieht auch kein Wasser. Also sowas kannst du sogar direkt am Wettkampftag machen. Aber das nur nebenbei. Ich mache auch nochmal so einen Link rein. Ich mache einen Link unten in der Beschreibung. Schaut mal hier. Die hat einen Schildchen gemacht. Do not touch, nicht anfassen. Das ist nämlich mein Essen, Leute. Das hier ist mein Hafer. Mit einer kleinen Message drauf. Ich dich auch, mein Schatz. Und das Essen ist wie immer mit Liebe zubereitet. Ich gehe jetzt mal zum Frühstück. Vielleicht kann ich noch einen Tee abstauben oder so. Hier ist das Frühstück. Der leckere Haferflockenkuchen. Videolink mache ich hier oben rein in die Playlist. Das erscheint jetzt. Für alle, die noch nicht wissen, wie der gemacht wird. Und dieses Fischöl gibt es da drauf. Ich habe keine Waage mitgenommen. Also muss ich ungefähr auf meine 10 Gramm kommen. Mache ich so ein bisschen wie eine Soße drüber. Und esse das natürlich mit Messer und Gabel, damit das Ganze sich nicht zu schnell aufisst. Hier sind wir genau richtig. Release Fitness. Das Gym ist der Oberhammer. Riesengroß und alle möglichen Equipment-Sachen am Start. Wen sage ich jetzt zuerst guten Tag? Du weißt, erstmal Kamera aus, mal in Ruhe begrüßen hier. So, wir sind gerade am Aufwärmen. Machen jetzt erstmal ein bisschen Techniktraining. Die Skills überprüfen. Und dann geht es auch gleich schon irgendwann daran, unser Maximalgewicht zu attesten.
Mir geht's irgendwie nicht so gut. Ich habe so ein leichtes Flimmern von Augen. Und bin ein bisschen melancholisch, ein bisschen ruhiger, ein bisschen in mich gekehrter. Ja, auch ich kann so sein. 5, 4, 3, 2, 1. 5. Hände fest, Hände zu. Richtig zupacken, jawohl. Bevor es mit dem Maximalkrafttest losgeht, wird sich auf jeden Fall richtig schön warm gemacht. Und ich bin jetzt schon so unter Feuer. Ich will ran an die Handeln. Was mache ich denn heute? Ich bin echt gespannt, wo ich ankomme. Ich habe überhaupt keine Idee. Lange nicht mehr so schwer gedrückt. Ich habe Montag extra das schwere Bankdrücken weggelassen und nur mit Kurzhandel gearbeitet. Dann bin ich heute, weil ich wusste, dass es heute schwer wird. Moment, Vollgas. Na gut. Ich glaube, ich werde ein bisschen weniger drücken, denn wir haben ja die Griffbreite verändert. Ich bleibe ein bisschen enger. Und eigentlich soll man 3 bis 4 Sekunden runterlassen, also eigentlich 4 Sekunden. Ich mache aber nur 2 bis 3. Das ist natürlich wichtig, um wirklich eine objektive Zahl und ein Maß zu haben, um zu wissen, wo man steht, um dann daraufhin auch Programme zu erstellen. Ne? So, ich bin jetzt bei 170 Kilo und versuche nochmal 2er. Fuck it! Ich habe die Olli-Lift-Bar erwischt. Seht ihr, wie ich am Zittern bin? Die ist so weich, die Hantel. Das habe ich noch nie erlebt. Also das ist auf jeden Fall keine Bankdrückhantel. Ab so einem gewissen Gewicht. Ey, dann lass uns die Hantel wechseln. Das ist Perturbationstraining. Das ist brutal. Das seht ihr genau. Wie erkenne ich eine Olli-Lift-Bar von einer Powerlifting-Bar? Eine Olli-Lift-Bar ist hier komplett glatt. Ja. Okay? Und eine Powerlifting-Bar ist natürlich hier nicht glatt. Ganz einfach. Und ebenfalls auch an den Ringen zu erkennen. Wobei es auch Deadlift-Bars gibt, die ebenfalls mehrere Ringe haben, nicht nur einen Ring. Okay? Das ist eine Olli-Lift-Bar. Die hat eine viel höhere Stiffness, die ist viel weicher. Ja. Okay? Deswegen, also, ihr habt gesehen, die Hand schwingt, die ist so am Zittern. Und das ist für olympisches Gewichtheben geeignet. Ich wollte eigentlich einen 2er machen, aber habe gemerkt, die Hand schwingt so. Und habe mir auch gedacht, hey, eigentlich ist es leicht, da gehe ich noch höher. So, ich bin wieder Bummel jetzt da. Alles wartet nur noch auf mich. Ich bin noch nicht fertig. 180 mache ich jetzt auch nur einmal. Wir haben die Hantel gewechselt. Also ist es jetzt nicht mehr so wackelig, stabiler. Wollen wir noch mal sehen, ob das was gebracht hat. 1, 2. Die ist auch so am Schwingen. Alter, das ist noch so eine. Gut, Sportler. So, die Headcoaches haben mir dazu geraten, nur 5 Kilo zu erhöhen, also lächerliche 185. Damit die Technik halbwegs auswertbar bleibt, ne, richtig? Exakt. Und ja, da werden wir mal machen jetzt mit der Vollgas. Mit der schwingenden Hantel. August! Sehr gut! Komm, hey! Stark. War die richtig besser als die 180, ne? War die richtige Entscheidung, hast du gemerkt? Besser. Ja, bei 190, wäre ich jetzt noch besser gewesen. Also? 190 Kilo, 1 RM. Alles klar. Also mein One Rep Max Maximalwiederholung. Machen wir übersetzt. So, Sportfreunde, Mittagspause. Ich hätte eigentlich schon vor einer halben Stunde locker essen können, nicht unbedingt müssen. Ich pimpe jetzt mein Reishühnchen und Brokkoli mit Zimt. Ja, es ist soweit. Einfach irgendwie, um ein bisschen anderen Geschmack zu haben. Ja, so sieht das aus. Und lass es jetzt schmecken. Die anderen haben alle was beim Inder bestellt. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Und? Mmh, yummy, yummy. Mango Curry. Es riecht auch sehr lecker. Aber nichts geht über mein Essen. Ne? Sportfreunde, es hört nicht auf. Es geht weiter. Es geht weiter. Wir sind jetzt dabei zu testen. Ja, wir haben jetzt ausgerechnet, wie viel wir theoretisch im Schrägbank schaffen müssen. 91% von unserer Maximalkraftleistung, deswegen haben wir das schon gemacht. Und jetzt gucken wir mal, ob wir auch da ankommen. Ihr wisst, 190 rechnen wir mal als Max, weil ich hatte nicht gedrückt, sind wir bei 172,5. Ob das was wird, sind es bei 90, 130. Ja, 130. Steiler Weg. Bisschen ist noch, ja. Da
uns ja dieses Wochenende noch einiges an Training bevorsteht und ich heute Abend theoretisch auch noch trainieren muss für Muskelaufbau wegen der Bodybuilder, machen wir ganz, ganz wenig Wiederholung auf dem Weg nach oben. Yes, sir. So, Sportsfreunde, und jetzt sind die 150 dran. Was machen wir jetzt? Gerne Seite. Oh, worst case. Das war wohl nichts. So, das war so nicht geplant. Erstens kommt es anders, zweitens, was man denkt. Ne? So viel zum Thema ausgeglichenes Kraftverhältnis. Ziel um 20 Kilo locker verfehlt. Aber ich muss das sagen, normalerweise mache ich damit 4-5 Wiederholungen. Ja. Also irgendwie. Ey, aber der Anfang war da. War nur kurz. Soll ich es nochmal probieren? Aber macht keinen Sinn, oder? Nee. Bin ich immer noch schlechter, als ich eigentlich sein sollte. Aus purer Verzweiflung und weil ich ja 40 Gramm Protein als Pulver extra trinken darum erlebt, mache ich mir jetzt hier diese 25 Gramm Abpackung Waterway Macadamianuss in den Shaker. Ich habe sowieso ein bisschen Bock auf Geschmack. Das riecht schon so geil. Wir bereiten uns jetzt auf die Dips vor. Ich müsste 92 Kilo Zusatzgewicht nehmen. Oh, ja. Zu viel Wasser, zu wenig Pulver. Ist leider nicht süß genug. Was sind das jetzt, 50 Kilo? Wir sind erst bei 60 Kilo. Ich versuche jetzt ein bisschen langsam runterzulassen. Mal sehen, ob ich noch einmal hochschaffe. Ich glaube, es sind immer noch 30 Kilo zu wenig, oder? Ja, super. Okay, du bist dran, Mann. Bitte, mal lieber, ich schaffe. 50 fucking Kilos, Mann, sieh zu. Komm mal. Spannung, 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 Spannung. Jawohl, easy going, Mann. Mach einen Zweier. Kontrolle, 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 Kontrolle. Runter, 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 runter. Schönes Ding, Mann. So, und hier stehen haufenweise irgendwelche Zahlen. Irgendwelche englischen Fachbegriffe, die es dann geht abzuklären. Das ist immer alles Englisch im Kraftsport, weil sich viele Sachen einfach viel leichter erklären lassen, beschreiben lassen. Es ist immer Praxis und Theorie. Ich bin unter anderem hier, um noch mehr Theorie zu erfahren, um noch mehr zu wissen und die Praxis immer unter Mauer zu bekommen. Man kann immer was dazu lernen, Leute. Lernt niemals aus, entwickelt euch weiter. Und wenn ihr da draußen glaubt, ihr wisst schon alles, könnt ihr vergessen. Kann man gar nicht. Ich habe jetzt vorhin das Problem, es ist 17 Uhr, es ist offiziell Feierabend, ich bin mit Essen dran. Aber wir haben nur bis 19 Uhr Zeit, das heißt, ich müsste theoretisch essen, dann verdauen, um dann zu trainieren. Habt ihr kein anderes Gym zur Alternative? Ich habe noch zwei Mahlzeiten, sprich diese hier und dann noch eine vorm Schlafengehen quasi. Ich werde jetzt die Hälfte davon essen, dann sofort ins Training gehen mit halb vollem Bauch und den Rest dann später irgendwie. So habe ich mir das jetzt überlegt. Das ist der Nachteil, wenn man alles genau richtig machen will, dann wird es ein bisschen kompliziert. Ne? Ich probiere heute mal eine ganz andere Hantel aus. Habe ich noch nie probiert, die sogenannte Cambridge Bar. Ja, richtig geiles Teil. Und Daniel Ebert, Strength Coach, hilft. Jetzt draußen laufen. Eins, zwei. Letzte. Bleib bei dem Gewicht, mach schön Zehner sehen. Wir müssen ja morgen noch über Kopf drücken. Was machst du denn hier für verrückte Sachen? So, guck mal hier. Die Bamboo. Bench, Bamboo, ne? Hier. Genau. Das ist die Bamboo Bench vom Kollegen von uns, von Bernd Stößlein. Oh, Placements for free. Eins, zwei, hüpp. Ja. Yes. Sehr gut. Das Schöne dran hier ist aber der Swiss Bar. Wir haben neutrale Griffe, Fat Grips, wunderbar für die Schultern und einfach mal eine Abwechslung. Leute, variiert euer Training, aber trotzdem vergesst nicht, die Grundübung zu trainieren. Ne? Nicht zu viel variieren, sich selber zu bescheißen. Übrigens, falls ihr diesen jungen Mann noch nicht kennt, spätestens nach dem Bodybuilder wird von zwei Lauchs abgezogen Video, solltet ihr den Daniel Ebert kennen. Das ist nämlich gar kein Lauch, der ist getarnt. Hat sich getan, das ist der Wolf im Schafspelz. Tiefstapel, eine Lauchbezeichnung ist immer gut. Ja, ja, genau. Da ist die Erwartungshaltung nicht so hoch. Ganz genau, ist immer gut.
Jetzt bist du da, mein Freund. Ja, also eine Kette wiegt 16 Kilo, könnt ihr euch selber ausrechnen. 1, 2 plus Gewicht. Ja, sicher. Und die Verrückten liefern sich hier schon wieder eine Challenge. Guck mal hier. So muss das sein. So muss das sein. Sehr gut. Komm nur aus der Schulter. Ja, yes. Jetzt zieht euch doch mal bitte diese geile Maschine hier rein. Also ich meine nicht den Typen, ne? Das ist ja wohl der Hammer, oder? Nicht nur für die Ladies, für die Booty Gains, auch für die Herrschaften. Hilft beim Kreuzheben, hilft bei der Kniebeuge. Schlimmstenfalls hast du einfach nur einen Knackarsch. Ich habe mich entschieden, hier gleich bei der Hantel zu bleiben und ruder jetzt ein bisschen, mach restliches Oberkörpertraining noch fertig. Ja, erinnert ihr euch? Schaut mal hier, diese sogenannten Power Cubes. Gibt es übrigens auch bei Perform Better zu bestellen. Frag mich nicht, wie viel die kosten. Alle sind fertig mit Training. Nur der Pumper, der pumpt noch. Hier wird schon gesaugt, sauber gemacht. Da kommt richtig Trainingsstimmung auf. Yippie. Aber was muss, das muss. Ich muss mein Pensum ja irgendwie erfüllen. Ne? Hier gibt es ja keine Kabelzüge oder irgendwas. Muss man improvisieren. Habe ich euch eigentlich schon mal gezeigt, wie gut hier bei Release Fitness für unser Wohlergehen gesorgt wird? Ich zeige euch das mal. Pass mal auf. Oh. Mmh, riecht der geil. Oh, riecht der geil. Und jetzt die Frage, warum ist da überhaupt noch Kuchen übrig? Ich hätte den aufgegessen. Patricia. Ich auch. Oh. 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 Und der soll angeblich nicht mal so schlimm sein. Paleo-Kuchen, Marcel für uns gebacken. Der riecht so pornomäßig, wenn ich das mal so sagen darf. Mann. So, das stimmt, den Mann hat zugemacht. Ich habe ja versprochen. Ich muss auf jeden Fall noch Bauch- und Rückenstrecke machen. Das habe ich gestern weggelassen. No excuses. Muss sein. Hier nebenan ist nämlich noch die Crossfit-Box. Da kann ich noch ein bisschen meinen Rest erledigen. Also Leute, wir haben es geschafft. Dich hat es auch dahin gerafft. 30 Wiederholungen umsetzen. 30 Wiederholungen Burpees über die Stange. Und dann noch 30 Kalorien auf dem Acid Airbike. Also Crossfit auf jeden Fall. Der ist verrückter Junge. Also nicht, dass ich glaube, ich bin der Einzige, der sich den Arsch aufreißt. Es gibt immer noch Leute da draußen, die sich noch mehr den Arsch aufreißen. Also bleibt uns gefälligst am Ball. Leute, ich habe das Gefühl, bei mir ist jetzt alles nur noch platt wie eine Flunder. Sämtliches Glykogen ist verbraucht. Ich kann nichts mehr von dem Pump erkennen. Ich setze ihn jetzt erstmal hin, direkt am Anschluss ins Training. Und dann esse ich erstmal den Rest, die andere Hälfte von vorhin auf. Ich spaziere jetzt nach Hause. Chill ein bisschen im Hotelzimmer. Und dann morgen wieder fit zu sein. Für den nächsten anstrengenden Workshop-Tag. Guten Morgen, Sportsfreunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in fremden Betten schläft man nicht so gut wie zu Hause. Deswegen bin ich jetzt schon um 6.30 Uhr wach. Ich teste jetzt erstmal mein Stresslevel mit diesem kleinen EKG-Gerät hier. Werde euch aber im Laufe der Oldschool-Diet noch ein anderes Tool vorstellen, wo ich mich richtig drauf freue. Hier unten seht ihr die Herzratenvariabilität. Aber wie gesagt, ich gehe da nochmal in einem separaten Video drauf ein, wenn ich das andere Tool teste. Wie ihr sehen könnt, ist mein Stresslevel auf 89%. Vom Training wird mir abgeraten. Gut, ist jetzt keine wirkliche Überraschung. Aber fürs Protokoll, es ist okay. So kann ich das zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr auswerten. Ich schreibe jetzt hier noch meine Trainingswerte hin, was ich alles gemacht habe gestern. Ich habe mein Frühstück beendet und gucke mir doch tatsächlich den ersten Powerlifting-Wettkampf von Karl S. an. Ich sage nur Chapeau. Tolle Leistung, muss ich wirklich sagen. Das ist beim ersten Wettkampf. Habe ich bei meinem ersten Wettkampf nicht geschafft. Ich habe übrigens auch Wettkampfvideos bei mir im Kanal. Und ich mache hier mal einen Link in der Playlist hier oben. So, wir haben schon wieder schön Theorie geknüppelt. Jetzt machen wir uns warm und beginnen gleich mit Military Press. Also Schulterdrücken im Stehen. Was ist so ein Strength Coach? Normalerweise kein Brot und kein Fertigessen zum Mittag.
Ja, aber wir haben qualitativ hochwertige Interkost. Und nicht Interkost wie im Intershop, sondern Interkost. Ja. Ja, mit ein bisschen Gemüse, ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Currysoße, ein bisschen Reis. Das riecht geil auf jeden Fall. Das riecht geil. Ich würde dir helfen, aber ich habe mein eigenes Essen. Was hast du mit? Reis, Hühnchen, Brokkoli. Nee. Also großartig, oder? Sehr variiert. Von Fit Taste ist ja fast das gleiche. So. Und täglich grüßt das Murmeltier. Es ist 13.30 Uhr. Meine Frau hat mir so liebevoll alles schon mal abgepackt und beschriftet. Samstag, erste Mahlzeit. In Kombi mit diesem leckeren Zimtgewürz. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Hab heute den praktischen Teil doch ein bisschen vernachlässigt. Ich bereite mich jetzt hier vor mit einem kleinen Booster. Bisschen Glutamin. Und gleich geht's ins Training. So, Ben und ich machen jetzt noch ein bisschen Muskelaufbautraining. Ja, ich bin mega schwach. Ich glaube, es wäre tatsächlich schlauer, das Training wegzulassen. Aber es ist jetzt keine Option. Also ziehen wir das Scheiß einfach durch. Gleich mal das gelernte, korrigierte, optimierte anwenden. Nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. Push! Ich mache wirklich leichte Serien im 10er-Bereich. Schwere Gewichte kannst du knicken, ist vorbei. Ist heute auf jeden Fall nicht drin. Sag mal so. Komm, Bauch fest, Arsch fest. Gut. Da werde ich überrascht beim Training. Und warte. Tada! Der breiteste Pastor Deutschlands ist am Starten. Ja, alles klar. Ich wohne ja hier in dem schönen Wuppertal, muss ich doch mal vorbeikommen, ne? Habe ich gedacht, wenn es wenigstens ein Hallo ist, weil mehr ist es nicht. Nee, du wolltest ja mich eigentlich einladen, du hast Pastorensitzung. Genau. Ihr hattet das Training abgesagt, Leute, weil er eine Pastorensitzung hat. Most hated exercise. Also, das Studio hat sich jetzt geschlossen. Wir müssen draußen weitermachen. Stört uns überhaupt nicht. Scheißegal. Das Ganze hat natürlich jetzt enorm auf die Intensitätstube gedrückt. Und wir haben einfach nur Vollgas gegeben. Super Sätze. Die Schulter sind ein bisschen aufgeblasen, auch wenn man es mal wieder nicht sieht. Wir machen hier noch ein bisschen ergänzenden Kram. Ein bisschen weiter vorne. Schau mal, ich mach ein bisschen. Ja, so. So macht Spaß. Das kann ich hier genau sehen mit der Kamera. Das ist doch nur ein Gummiband. So, jetzt hier schon wieder. Ja, ich weiß, es ist langweilig. Reisbute essen. Unsere Post-Workout-Mahlzeit. Du hattest einen Haferflockenriegel, einen Oatsnack. Einen kleinen Energy-Cake. Oh, und da gibt's nichts mehr bei dir. Nee. Reicht halt. Der sieht nicht umsonst so geil aus. Ne? Ziemlich geschmeichelt, Touché. So, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich den ganzen Tag irgendwie platt gefühlt und wirklich zurückgehalten im Workshop mit dem Training. Und jetzt im Nachhinein, nach dem Training, fühle ich mich tausendmal fitter, vitaler, frischer. Ich genieße nochmal das laue Wetter und regeneriere aktiv. So, ich habe noch ein bisschen Zeug am Rechner erledigt, bin ein bisschen runtergekommen und jetzt gibt es meine finale Mahlzeit. Ich habe zum ersten Mal den Fernseher angemacht und chill jetzt noch ein bisschen. Und sage euch an dieser Stelle schon mal gute Nacht. Guten Morgen, Sportsfreunde. Es ist 5.20 Uhr. Ich habe mich jetzt entschieden, aufzustehen. Vor allen Dingen aber, weil ich schon 3 Uhr wach war und gedacht habe, boah, ich muss jetzt irgendwas essen. Es ist kein Bauchhunger, es ist mehr ein Signal, welches ich bekomme von meinem Stammhirn wahrscheinlich. Und das mir sagt, ey, du musst jetzt, du kommst so weit runter mit deinem Körperfett, du musst jetzt auf jeden Fall was essen. Ich genieße jetzt mein Frühstück mehr denn je. Und ihr seht tatsächlich jetzt, hier kommen überall Streifen rein. Da hat sich also diese Woche, allein in den letzten Tagen, sichtbar und fühlbar richtig was getan. Wieder mein Lieblingsfisch dabei gibt. Einen guten. So, Sportsfreunde, ich packe jetzt meine Sachen zusammen. Kühlakkus lasse ich mir wiedergeben. Dieser junge Mann übrigens war echt für mich da. Auch wenn das Zimmer sehr rustikal ist. Hotel zur Post. Hier wird sich auf jeden Fall um euch gekümmert. Ja, individueller Service. Das ist natürlich der Vorteil in so einem kleinen Rahmen. Ich packe jetzt diese ganz flache Kühlakkus hier noch mit rein. Die ganzen leeren Dosen wurden abgewaschen. Und jetzt kommt mein Fit-Taste-Essen hier rein. Ich hoffe, das passt noch.
Das geht relativ zügig mit Praxistraining los. Und meine Schultern sind natürlich richtig hinüber nach 2 Tagen und 5 oder 6 Workouts drücken. Und deswegen muss ich mich auf jeden Fall richtig warm machen, geschmeidig machen vorher. Und die erstmal ein bisschen mobilisieren. So Leute, 2 Leute trainieren, der Rest coacht sozusagen, beobachtet, gibt Anweisungen, versucht zu optimieren. Ich mache noch schnell einen Whey-Protein-Shake, das habe ich gestern auf jeden Fall vernachlässigt. Wir wollen ja nicht Muskeln abbauen. Außerdem ist es halt schön leicht verdaulich während des Trainings, da hast du keine Belastung im Magen. Und diesmal sogar 2x25, also 50 Gramm Whey. Das wird richtig lecker. Und hier stehen wie immer lecker Kekse rum, ne? Hier. Die guten Bio-Haferkekse. Fürs Gewissen. Von mir aus könnte es noch süßer sein. Das ist mir fast ein bisschen zu dezent. So, ich mache das hier mit Yannick zu zweit. Und bei Yannick kann man richtig zusehen, wie sich die Schulter aufbläst. Vorher war sie ganz klein und jetzt lässt sie sich schon erahnen. Wollen wir mal sehen, wie das bei mir aussieht. Also mal kurzer Vergleich. Die Schulter vorher. Ja. Das ist jetzt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es jetzt mehr aussieht, keine Ahnung. Aber fühlt sich auf jeden Fall mehr an, das ist so von der Seite. Sieht schön aus. 3D. Schöner Bomb. Dankeschön. Habe ich gleich so ein bisschen Hypertrophie-Reiz, kommt mir doch sehr zu Pass. Die reguläre Pause hat noch nicht begonnen. Aber dadurch, dass ich mein Frühstück so früh gegessen habe, habe ich jetzt schon so einen Knast und merke einfach so, oh, ich muss essen, habe auch eine Mahlzeit mehr. Und hier wird eigentlich noch gearbeitet, trainiert, geübt. Ja, da hinten seht ihr es. Ich muss jetzt auf jeden Fall essen. Ja, und es gibt wie immer Hühnchenreis und Brokkoli. Ihr seht, die Makros stehen auch alle drauf. Ja, ja, theoretisch könnte ich jetzt noch die 4. Mahlzeit ein Stück davon mit dazu nehmen. Aber ich haue ja nochmal ein Full Day of Eating raus, da gehe ich nochmal genauer drauf ein. Und weil heute Sonntag ist, zur Feier des Tages, liebe Leute, gibt's wie immer. Ja, da fehlt dann eigentlich nur noch die Ananas und die Rosinen. Das ist übrigens der preiswerteste Zimt, den ich auf Amazon gefunden habe. Guckt euch das mal an. Jetzt gibt es hier Essen für die ganze Bande. Und der macht gerade den Karton auf und es fängt an, so geil zu riechen, Mann. Schön frisch vom Inder. Und jetzt die Quizfrage. Was schätzt ihr, wie viele Kalorien sind insgesamt in diesen Behältnissen? Ich tippe auf 10.000. Ich habe jetzt übrigens mit dem Jill von Road to Glory telefoniert. Der hat heute sein Battle. Wir haben die komplette Strategie bei allen Übungen abgesprochen. Und jetzt bin ich einfach nur noch mega gespannt, wie das Battle ausgeht. Wir haben alles besprochen. Er soll nicht durchdrehen, überpesen, sondern wirklich mit Sinn und Verstand das Ganze managen. Ich kann leider nicht dabei sein. Aber ich bin mir sicher, wird das gut deichseln, auf jeden Fall. Das heißt, auf jeden Fall Daumen drücken. Er hat mich versprochen, mich gleich nach dem Battle anzurufen. Und dann sehen wir weiter. Heute ist es Prüfung angesagt. Ich fand die letzte Prüfung schon schwer und dachte, es würde leicht werden. So, die Tests werden ausgewertet. Ich habe erst gedacht, so heute wird es richtig leicht. Dann habe ich einen Testformel gehabt und habe gedacht, what the fuck? Was haben wir jetzt in Tage gemacht? Ey, das ist echt, boah, das ist, also ich habe kein gutes Gefühl diesmal. Hatte ich beim letzten Mal auch nicht, muss aber auch dazu sagen, dass ich wieder festgestellt habe, ich habe mich wieder zu sehr auf die Praxis konzentriert. Genau, und Theorie und Praxis sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Das habe ich jetzt auch ganz klar zu spüren bekommen. Und jetzt bleibt abzuwarten, ob wir durchkommen oder nicht. Ne? So Leute, ich habe es Ihnen gar nicht glauben können, aber ich habe es bestanden. Ja. Krass, ja. Wenn man ihn aber gänzlich bestehen will, muss man das Level 3 auch noch absolvieren. Da geht es dann auch um die Leistung, um die dann auch abzurufen, weil nur das, was man selber auch kann, kann man auch coachen. Wirklich perfekt. Ja. Stell dir vor, ihr habt einen Fahrschullehrer, der selber nicht Auto fahren kann. Funktioniert auch nicht. Und hau raus, erzähl. Ich verstehe dich, ja. Ja, in der zweiten Übung, wo wir uns beim Trapper gegenüber gedeadliftet haben, da habe ich ein bisschen overpaced und war dann beim Crowder komplett nicht. Und ja, war eine knappe Entscheidung, aber jetzt gewissen. Alter, genau das sollte nicht passieren. Verarscht! Ihr Penner, ihr habt mich verarscht! Ja! Ja! Oh Gott sei Dank, Mann, du Schweine, ey! Hast du dich an die Cluster gehalten? Ja, ja.
Da waren wir wirklich gleich auf, aber dann habe ich, wo wir uns beim Deadliften gegenüber gestanden haben, habe ich gesehen, dass er schon leicht hinter der Luft war und da habe ich dann praktisch die Geschwindigkeit angegeben und er hat versucht nachzuziehen und dann hat er sich komplett overpaced und beim Prowler war er komplett raus. So, ich habe es mir so richtig schön gemütlich gemacht, mich quasi häuslich eingerichtet, nutze die Zeit im Zug noch effizient, schnippel ein bisschen rum, habe noch mal ein bisschen was gelesen, den Workshop quasi Revue passieren lassen. Und es ist jetzt noch meine letzte Mahlzeit und bedanke mich erstmal für euch, bei euch für eure Aufmerksamkeit. Der Vlog 3.1 endet an dieser Stelle. Und ich sehe euch dann quasi morgen früh wieder, wobei natürlich dieser Vlog nach dem Vlog 3 kommt. Ja. Also morgen früh wird sich gewogen und da bin ich schon mal mega gespannt, weil gerade in den letzten 3 Tagen ist richtig was passiert. Danke fürs Zuschauen nochmal, ich bin raus. Tschüssi.